Wolfram Berger, die zivilisierte Welt kennt den Schauspieler Wolfram Berger. Der Leser Wolfram Berger ist weniger bekannt. Was für ein Typ Leser sind Sie? Also wenn ich an Lesen denke, dann muss ich schon ziemlich früh anfangen. Ich habe, also wie man sagt, schon vor der Schule, lang vor der Schule, war ich immer sehr scharf auf Straßenschilder, auf Kaufhausschilder und war sehr begierig zum Lesen. Und ich war, wenn ich mich richtig erinnere, auch ziemlich am Anfang von der Volksschule schon. Also ich glaube, es war zweite Klasse, dass mich in Klassen herumgeführt haben, weil ich so gut lesen kann. Also das war... Sie wurden vorgeführt als Musterleser. So, ich habe am besten gelesen und der Hertel hat am schnellsten gelesen von der Schule. Also aber mir hat das damals eigentlich eher auch schon... gut gefallen, der beste Leser, das hat schon es hat vielleicht auch irgendeinen Samen gelegt in mir, ich weiß es nicht, und habe aber unterschiedlichste Lesezeiten gehabt in meinem Leben. Also ich muss sagen, als Kind kann ich mich erinnern, naja, jetzt so Rasselbande oder Kinderbücher schon ein paar, und dann habe ich irgendwo einmal die Nibelungensage gefunden und habe mit 7, 8 habe ich mal studiert, wie der Siegfried da durch die Welt gondelt. Und das hat sich aber dann sehr, sehr hin und her gemischt. Dann habe ich mal eine Zeit lang überhaupt nichts gelesen oder Schundhefteln. Was für Schundheftel hat man damals in den 50er Jahren gelesen? Damals in diesem morbiden Nachkriegsgraz war ja schon Mickey Maus ein Schundheftel. Ne? Abgesehen jetzt von hier haben die Kassen auch Sigurd und also die man dann getauscht hat, aber Mickey Mouse war so in... War nicht gut beleumundet. Nein, das war halt ein bisschen schon so, ja, und das hat sich dann bei mir weiterentwickelt. Ich kann mich wirklich nicht mehr an die Jugendlektüre kann ich mich kaum erinnern, da wollen wir mehr Fußball spielen, glaube ich. Wie ist es heute als Leser? Was für ein Lesertyp sind Sie da? Sind Sie ein Parallelleser, einer, der mehrere Bücher gleichzeitig am Nachtkastel hat? Oder ackern Sie sich in einen Text, in einen Folianten hinein und arbeiten den Durcheisern, bis Sie fertig sind? Wie muss man sich das vorstellen? Auch wieder ganz unterschiedlich. Also ich glaube, mein ganzes Leben ist nie recht nach Regeln verlaufen. Also... ich habe manchmal Monate, wo ich gar nichts lese. Dann habe ich 5, 6 Bücher. Dann habe ich wieder Zeiten, wo ich jetzt berufsbedingt Sachen lese, wo ich dann wieder auf Ideen komme. Da könnte ich weiterschauen. Und es ist einfach so unendlich viel auf dem Markt oder vorhanden, dass mir oft sehr leid tut, dass wenn ich auf meine Bücherregale schau, dass ich mir denke, ich bin noch gar nie dazugekommen, wann lese ich die? Ich falle aber dann immer wieder durch Zufall schon oder auch durch irgendwelche Windungen auf Bücher und Themen, wo ich begeistert bin einfach. Also jetzt zum Beispiel, wir haben einmal für Ö1 ein Feature gemacht über den Raymond Carver. Und das hat mir das ist mir so ins Herz gegangen. Und die Texte von Carver oder das Feature? Nein, ja, beides. Also auch das Feature ist ein sehr erfolgreiches Feature geworden, glaube ich. Und der Carver, der hat in mir immer gehalten. Wenn ich an Amerika denke, ist Carver und T.C. Boyle. Also die zwei begleiten mich irgendwie. Und dann war der Carver jetzt über Jahre wie ausgeblendet. Und jetzt habe ich durch Zufall einen Freund von mir in Graz, ein Schriftsteller, der Klaus Hoffer, hat sich herausgestellt, dass der Carver und Vonnegut übersetzt hat. Jetzt hat er mir da 2 Bücher geschickt oder 3 und jetzt bin ich wieder voll in den Carver und auch Kurt Vonnegut eingestiegen.
Also so eine gewisse Liebe zur amerikanischen Literatur scheint mir da doch unübersehbar. Wolfram Berger, wenn Sie an das Graz Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend zurückdenken, Sie sind Jahrgang 45, genauso alt wie die Zweite Republik, ja. Ein paar Monate schauen jünger sind Sie. Aus, glaube ich. Sie schauen jünger aus. Man hat die unangenehmsten Bilder vor sich, wenn man an das Graz, die Steiermark, die Alltagskultur, das autoritäre Klima der 50er und frühen 60er Jahre denkt. Es gibt auch wunderbare Memoiren von Gerhard Roth, der das sehr beklemmend schildert, dieses autoritäre Graz der 50er Jahre. Wie haben Sie diese Stadt erlebt als, nehme ich doch ein freches, ein bisschen aufmüpfiges und waches Kind? Ja, sagen wir mal, mir hilft jetzt ganz gut beim Antworten, dass ich sehr viel weggeschoben habe einfach. Aber ich weiß schon grundsätzlich, wir hatten Lehrer, wo man einfach gesagt hat, sagen wir mal, der Hauptharst dieser Ausbilder sind noch ziemlich von einem alten Gedankengut geprägt. Wir haben noch dürfen in der 7. Klasse Eckenstein, Mittelschule. Also, wir wurden da gedreht und Ohren gezogen und also... In der Volksschule weiß ich noch, habe ich einmal ein Watschen gekriegt, weil ich ein Gedicht nicht auswendig konnte. Und da hat es mich gleich auf die Knie gehauen. Also es war nicht so. Ja? Also da waren schon seltsame Dinge noch zu spüren. Und das hat sich aber dann bei mir, ich habe mit 16 angefangen Kabarett spielen in Graz. Und da bin ich schlagartig in eine Szene gekommen mit Jazz, mit Kabarett und Gott sei Dank. Also das ist, ich glaube, der Glücksfall meines Lebens in der Beziehung ist das Forum Stadtpark aufgegangen. Und da war ich 15, 16 und von dort weg hat sich so eine paar Hundertschaft verschoben in Graz, immer vom Gasthaus Lückl über den Kodolitsch bis zum Old Inn und ins Kaff. Und das waren H.C. Artmann, Konrad Bayer, Wolfgang Bauer, Peter Handke war weniger in den Kneipen, aber der hat auch damals in Graz Coleridge. Studiert. Coleridge? Coleridge, der war mein Philosophieprofessor, ein Jahr lang. Freddy. An der Schule. Ja. Ja, der Freddy, mein Gott. Und, aber er war ein absolut faszinierender Mensch, nur in Philosophie, ich habe ihn weder akustisch noch inhaltlich verstanden. Also, so elaboriert oder? Ja, er hat irgendwas. Mein Nachbar hat ihn immer gezeichnet. Der hat, glaube ich, 20 Hefteln, Freddy in allen Lebenslagen. Das war mein Philosophieunterricht. Und weiter bin ich dann da beim Nachdenken. Also dafür konnte er Sie nicht begeistern, der Coleridge, für die Welt Hegels und Heideggers und. Also mich nicht. Jaspers, ne? Also, ja. Ich meine, natürlich, das hat ja alles mitgeschwungen ein bisschen, aber ich muss auch sagen, wirklich. Philosophen habe ich fast keine gelesen. So. Also mir waren dann, der Wolfi Bauer war mein Philosoph eigentlich. Ne? Weil wenn der, im Magic kommt es vor, wenn die zwei völlig zugedröhnt mit der Weltkugel, mit dem Globus aufs Klo gehen und dann hörst du nur die Klospülung dreimal und dann sagst du, geht nicht oben, weil Ewigkeit, Ewigkeit. Ne? Und da, das war dann so meine Denkvorbilder auch. Und das hat mir eigentlich besser gefallen als das andere, war mir immer zu etwas zu verquast, obwohl ich dann im späteren Leben schon drauf gekommen bin, dass auch verschrobene Texte mir ja, schon näher kommen können. Ein besonders brillanter Vorleser, finde ich, sind Sie, wenn Sie österreichische Literatur vorlesen und vortragen, auch Dialektliteratur vorlesen und vortragen. Sie haben uns da zwei, drei kleine Kostproben vorbereitet. Ja, vielleicht einmal ein Jandl-Text. Ich mache das übrigens mit zwei wunderbaren Freunden, mit zwei Musikern, mit dem Wolfgang Buschnick und dem John Sass. Und ja, es ist eine unendliche Fülle von verschiedensten Möglichkeiten. Also eins ist zum Beispiel 16 Jahre. Es schreibt sich T-H-E-C-H-D-T-H-E-N. 16. Ja, 16 Jahre. 16 Jahre Südostbahnhof. 16 Jahre. Was soll der machen? Südostbahnhof. 16 Jahre. Was soll der Bursch? Was soll
der machen? Was soll der machen? 16 Jahre Südostbahnhof, was soll der machen, der Bursch, mit seinen 16 Jahren? Und also der Jandl hat ja viel mit der Sprache selber gespielt. Und da gibt es zum Beispiel ein Gedicht. Oh Gott, das in der Eile findet man natürlich das alles nicht. Eins geht, what you can do without vowels. Also was man ohne Vokale tun kann. Kiss, fk, lk, sk, ps, st. Kiss, fk, lk, sk, ps, st. Kiss, fk, lk, sk, 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 fk, lk, sk, sk, st. Also kann man mit der Sprache spielen. Es gibt auch eine große Liebe von mir, sind auch Lautgedichte. Hugo Ball und so weiter. Gibt es ein schönes, nur die erste Strophe vom Hugo Ball. Gaggi beri bimba, glandri di laula lonica dori, gaggia magrama beri da bimba la glandri galassasa, laulita lomini, gaggia maduf mi zimza la bimba, gligla vuvoli mai, bin beri ban, oh, catalominai, rinozza rossa la hopsamen, blucu terullala, blaulala lo. Also man kann mit der Sprache so viel machen und ich bin halt im Laufe der Zeit drauf gekommen, dass die Interpretation wirklich nicht nur ein Zudiener zur Schreibe ist, sondern dass die wirklich auch einen eigenen Stellenwert kriegen kann. Du kannst zum Beispiel einen Satz auf 50 verschiedene Sachen lesen und der kann sich bis zum Gegenteil umdrehen und so weiter. Also da hätte man auch vielleicht noch ein vom H.C. Artmann ist er mit der schwarzen Tinten, hat er ja die österreichische Dialektkultur eingeläutet nach dem Krieg. Mit der Wiener Gruppe, eben auch mit Konrad Beyer, H.C. Artmann, Friedrich Achleitner und Gerd Rühm. Zum Beispiel Liert. Und das ist in Lautschrift geschrieben. Ein Glanzmal in einem Matrosengewandel in der Sohn und daran Nussbaum. Und zwar Rom, die wo sie ein Herbst bringen. Da weiße Wolken durch den blauen Himmel. Fliegen mich die heute halt kennen. Ohne Maschinerie, wie ein Vogel auf Flügeln. Und so weiter. Und da gibt es noch einen Text, den möchte ich Ihnen auch noch zum Teil vorlesen. Weil das ist ein Briefwechsel, ein Liebesbriefwechsel, aber in Geheimschrift von Wolfgang Bauer. Liebe Laria, lu liestlich lundern, laslich lo reibe. Lieber Lu, lasst lund leinem letzten Riefle schrieben, lass lein lan, lämmerli Riefe liest, lundlich lan luchbar la haut. Lass, lehrt letzt Lündelein, leil lich luft li lute le dele kommen lin, line le Heimschrift la finden. Da geht es dann so weiter, la la la, Lucy Lucy, Lungenküsse, lein Lazi Leopold. Dann antwortet sie ihm, Kieper Geopold. Hat nichts genützt mit der Geheimschrift, jetzt mache ich statt dem Ö, mache ich ein G. Ja, dann schreibt er, Gich kaufe, das geht, ganz gicht, go geiter. Gich ga beginnen geheimen Clan. Gich kaufe, gön gina Kapotheke, Gattengift. Gönt guges, gön kein Gulasch. Und so weiter. Also, sagen wir mal, es lohnt sich, manche Texte laut zu lesen. Eine Empfehlung auch an die ganze Leserschaft. Manche Texte gewinnen einfach noch ein ganz anderes Leben, als wenn man sie nur informativ so liest. Es gibt einen Klassiker der deutschsprachigen Exilliteratur, Wolfram Berger, der viel zu wenig bekannt ist, aber ein großartiges Stück Literatur ist der Roman Murmeljagd von Ulrich Becher, ist jetzt in einer Buchneuauflage wieder erschienen mit einem Vorwort oder Nachwort von Eva Menasse, die diesen Roman sehr, sehr verehrt. Und Sie haben zur Murmeljagd ein Hörbuch gemacht vor einiger Zeit. Was ist das Tolle an diesem Text? Also es war zum 100. Geburtstag von Ulrich Becher vor 10 Jahren. Der Bockerer Co-Autor ist, muss man vielleicht dazu sagen. Ohne Becher kein Bockerer.
Der Bockerer ist eigentlich so sein bekanntestes Werk, aber die Murmeljagd ist auch für mich, also wie für die Frau Menasse, auch ein dermaßen unglaubliches Werk. Und das Hörbuch wurde 30 Stunden und da kommt noch der Interpretierspaß dazu, dass das gespickt ist mit, glaube ich, 20 verschiedenen Sprachen, Dialekten und so. Und das macht mir unglaublichen Spaß, von Schweizerdeutsch über Berlinerisch und Bayerisch und Steirisch und alles Mögliche kann ich da auch noch mit reinzaubern. Aber das Buch an sich ist einfach ein dermaßen Hammer. Also das ist eine schwerste Empfehlung. Ja, Ulrich Becher. Dann darf ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs, Wolfram Berger, zu einem kleinen Wordrap einladen. Diese Gefühle verbinde ich mit dem Wort Bibliothek. Also ganz spontan ist es etwas mufflig, geheimnisvoll, tief, weit, unendlich. Ein Buch, das mich geprägt hat. Wolfgang Bauer mit seinem Werk. Gedichte lese ich. Für mein Leben gern. Fast so gern wie singen. Mein liebster Leseort. Hängematte. Ein Autor, eine Autorin, der oder die mir auf die Nerven gehen. Leg ich weg. Das regt mich wirklich auf. So vieles. Ich kann immer nur sagen, immer ein bisschen deprimiert, aber gut aufgelegt. Dabei werde ich schwach. Beim Essen meiner Frau, also bei der Kochkunst meiner Frau. Der Sinn des Lebens ist für mich. Erlebnisse.